Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie baue ich solche großen Birken, sage ich mal, die auch noch halbwegs gut aussehen, denke ich mal. Also, dass wirklich man einen großen Baum hat. Die Fichten sind nur testweise da, da bin ich noch nicht zufrieden damit. Baum geht auch noch ein bisschen besser, ist halt da. Ich wurde halt gefragt, wie kann man solche Bäume machen? Und ich würde sagen, das machen wir dann auch gleich mal. Dazu gehe ich nochmal auf einen anderen Map von mir. Auf der waren wir schon öfter mal. Warum ist hier Nacht? Ich weiß es nicht. Time Day. Watcher. So. Ich port mich mal ganz kurz nochmal zu der Stelle hin. Und so habe ich hier nochmal einen großen Baum vorgebaut. Einfach nur mal testweise mit so ein paar Wurzeln und dem ganzen Mist. Ich kann mal mit der Map zeigen hier. So sieht es von oben aus. Man erkennt viel Holz noch drin, aber das ist ja relativ egal. Es geht heute darum, wie baue ich so einen Baum. So, genug vom Vorgeplänkel. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe hier schon ein paar Tools. Ich nehme sie mir auch mal komplett neu, nicht dass jemand denkt, ich habe hier irgendwas vorgebaut. So, zuerst einmal ist ja scheißegal, ob man Gras hat oder nicht. Gehen wir mal hier rüber. Bisschen weit weg davon. Ich werde jetzt keinen so Riesenbaum machen, weil das dauert ein bisschen länger als ein kurzes Tutorial. Ich denke mir, ihr könnt euch dann von dem kleinen Baum das abreimen für einen großen, ne? Das wird ja nicht das Problem sein. So, erstmal hier Schaufel nehmen. Irgendwelche Tools ist ja relativ egal. Ich nehme jetzt mal komplette Diamant-Tools. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. So, dann können wir eigentlich schon mal anfangen. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal einen Brush. Ein Brush. Sphäre. Und das kann ich mal ganz kurz zeigen. Und zwar seht ihr bei meinen Bäumen, ja, das sind Holzblöcke, die ich hier... Die haben ja keinen oben und keinen unten. Ja, das ist richtig. Dieses Holz ist eine bestimmte ID. Eine ID, die dafür sorgt, dass das Holz halt von allen Seiten die gleiche Textur hat. Das bringt den großen Vorteil mit, dass man einfach Baumstämme wirklich so mit wunderschön gestalten kann. Und genau das gleiche nutzen wir jetzt auch. Wir machen einen Brush. Sphere. Mittlerweile, denke ich mal, kennt das jeder. Könnt ihr auch ausschreiben, ist ja egal. 17.12. Ich mache jetzt mal in der Größe 1 und maske mal 0. Um mal kurz zu zeigen, das ist dieses Holz, was komplett ist. So, wir wollen aber erstmal einen großen Stamm haben. Daher nehmen wir einen Sphere mit der Größe 2. So. Viel kann man jetzt nicht falsch machen. Wir tun jetzt erstmal anfangen ein wenig. Ich empfehle euch, das immer wie so eine Art kleine Spirale zu machen. Ja, dann baut ihr jetzt erstmal eure Baumspirale. So, als nächstes stellen wir die Size runter auf 1. Es geht ganz einfach mit /size1 zum Beispiel. Und dann können wir jetzt hier dran erstmal ein paar Ästelchen fügen. Das heißt, wir überlegen uns jetzt, hier geht zum Beispiel ein Ast lang, der kann hier ein bisschen runtergehen noch. Hier kann man noch einen Ast gebrauchen, der ein bisschen hoch geht. Hier wollen wir nochmal einen haben, der so zur Seite geht. Der hier geht gleich nach unten. Also, es ist eigentlich völlig egal, das ist dann eure Freiheit. Da kann man auch erstmal nicht viel falsch machen bei den Ästen. Könnt ihr auch mal an einen Ast nochmal was dran setzen. Und könnt ihr auch nochmal nach oben gehen, könnt hier oben nochmal eine Reihe von, was weiß ich, dran setzen. Ja, sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Oh mein Gott, das ist ein Tutorial, ihr wisst, was gemeint ist. So, und dann hätte ich gerne hier unten nochmal einen Ast. Hier so an der Ecke. So. Das muss jetzt noch nicht zu schön sein, wir machen das gleich eh noch schöner. So. Das ist erstmal das Grobe. Das verändern wir jetzt eine ganze Zeit lang nicht. Wir können hier unten nochmal den Stamm ein bisschen breiter machen. Das empfiehlt sich auch immer ganz schön, den Stamm unten halt ein bisschen breiter zu machen als oben und halt diese Kurven damit so ein bisschen auszugleichen. So, ist ja relativ egal jetzt hier. Komm, mach hin. So, das war das. Bauen wir hier nochmal einen hin. Und jetzt haben wir erstmal hier so ein ekliges Teil stehen, ne? Das wollen wir aber noch schöner machen. Wir machen es also in einen neuen Brush, Sphere. Und zwar aus 70% 18, also Laubblätter, und
30%. Jetzt könnt ihr entweder 17 oder wie ich 17 oder 12 nehmen, wenn ihr praktisch nicht mehr das Zeug habt. Und dann wieder Mask 0 oder Mask Air, ist ja relativ egal. Und dann, achso, Size 2, hatte ich das drin? Hoppala, Size 2. So, und danach könnt ihr jetzt einfach hier drum gehen. Und das macht ihr einmal komplett um jeden Ast drumherum. So, jetzt fragt ihr euch sicher, warum ist da jetzt so Holz? Das Holz muss da sein. Erstens gibt es schöne Verästelungen an manchen Stellen. Das hier war zum Beispiel vorher nicht da. Das ist eine schöne Verästelung, die dann entsteht. Zweitens sorgt es dafür, dass euer Laub nicht decayt, während ihr hier baut. Und dass das Laub gehalten wird. Weil das ist das größte Problem, wenn man Bäume baut. Wenn ich da jetzt nur mit Laub agieren würde, das würde mir einfach decayen, weil es mit Waldedit gesetzt wurde. Wenn ihr die ganzen Laubblätter alle per Hand setzt, dann kein Problem. Dann könnt ihr das gerne so gestalten, wie ihr lustig seid. Aber sobald ihr mit Waldedit oder sowas arbeitet, dann wird das ganz schön problematisch. Hier seht ihr jetzt langsam, wie hier so zum Beispiel die paar Äste entstehen. Das finde ich immer sehr schön. So, hier oben nochmal. Also, halt wirklich, ich mache das jetzt nur noch ein bisschen spartanisch. Ihr werdet ja sicher schon erkannt haben, was ich mache. Ich setze einfach hier immer ein paar Kugeln dran, die alle ein bisschen Holz enthalten. Und jetzt haben wir hier praktisch so einen Baum, der gestützt wurde. Ach so, hier unten nicht mehr. So einen gestützten Baum, der, ja, als wäre gerade jemand schön mit der Heckenschere mal durchgegangen und hätte seinen Spaß gehabt. So, aber so wollen wir es natürlich nicht lassen. Wir machen das jetzt noch schöner. Dazu brauchen wir einen neuen Brush. Ein Brush für 18 im Radius 1. Und wir machen wieder 0. So, und jetzt machen wir ganz einfach nur Folgendes. Wir gehen an jedes Holzteil ran. An jeden Holzblock. Von oben, von unten, von... Na gut, von unten eher weniger. Unten kann man lassen, aber von oben. Hier rein braucht ihr auch nicht so weit zu gehen. Nur halt das hauptsächlich Ersichtliche. Und macht einfach für jedes Holzteil etwas Laub. Was bringt euch das? Das Laub sorgt einfach nur dafür, ihr habt das Holz erstmal verdeckt und es wird nicht decayed. Also erstmal, das Laub wird nicht decayed, denn, oder decayed nicht, so ist es, glaube ich, grammatikalisch richtig. Auch wenn decay kein richtiges deutsches ist, egal. Ganz im Eingedeutschen würde ich es. So, und damit baut ihr jetzt praktisch hier so ein paar Verbindungslinien. Und verbindet ja so ein bisschen das Laub miteinander, verdeckt das Holz, auch wichtig immer. Denn ich glaube, ihr kennt keinen Baum, wo ihr drüber fliegt, wo ihr von oben sehen könnt, außer im Winter. Hä? Guck mal, da guckt Holz raus. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass ihr da oben irgendwie bloße Äste großartig seht. Weil von oben kommt die Sonne, wie wenn der Baum seine Blätter unten hat, ist es relativ sinnlos, wenn er Photosynthese betreiben will. Da haben wir alle nochmal was in Biologie gelernt. So, jetzt muss ich mir auch mal ein bisschen sputen und nicht so viel reden. Ja doch, ich muss reden, es ist ein Tutorial. So, bladibubdiblub. Zu schön muss es ja wirklich nicht aussehen, es ist... Ihr macht es dann alles viel schöner. Das ist ja nur eine Art, ich zeige euch kurz, wie man das mit Waldedit halt herstellen kann, solche schönen Bäume, die relativ groß sind und nicht so klein und popelig wie die normalen Minecraft-Bäume. Selbst die Minecraft-Riesenbäume sind nichts gegen solche Bäume. Diese Bäume sind einfach nur wunderschön, awesome oder... Wie ihr dazu sagt, ist relativ eigentlich mir auch egal. Ja, ich rede hier schon wieder Müll, weil ich nicht weiß, was ich sagen will. Was ich sagen soll, denn ja, das ist gerade eine Arbeit, die ja nicht sehr viel Gesprächsstoff bietet. Hier muss ich auch nochmal. Oh. Ich dachte, ich hab's. Gleich haben wir's. Gleich ist die Langeweile vorbei. Also, hepp. Und dann. Warum? So. Okay.
Ich lasse das jetzt erstmal so. Dann geht ihr von unten auch noch mal ein bisschen drüber. Macht halt ein paar Äste einfach mal ein bisschen zu. Das ist auch schön. Guck mal. Mal hier reingehen und guck mal, kann man gleich Baumhaus bauen. Siehst du mal, da waren sie. So, gehen wir mal wieder raus hier. Das habe ich hier weggemacht. Machen wir hin. Halt auch mal ein bisschen Laub dran setzen von unten, dass es nicht ganz so abgeflacht aussieht, dass man wirklich auch ein bisschen die Optik nach unten hat, weil die kleinen Äste hängen nun mal auch nach unten und nicht nur nach, ja, und ragen nicht nur in den Himmel. So rum ist korrektes Deutsch. Ja, korrektes Deutsch kann ich eher am besten. So, das. So, wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Na, ja, das wird kein Short. Ich hätte gleich sagen müssen nochmal. Ist egal. Hallo. Jetzt will ich das hier wieder zu schön machen, merke ich gerade. Ich bin gerade vollkommen fasziniert und will den Baum hier wunderschön gestalten. Aber ich höre jetzt auf. Ich mache mal kurz alles weg. Jetzt habe ich hier wieder was vergessen. Jetzt muss ich mich verarschen. Ich war doch hier schon viermal drüber gegangen oder so. Egal. So, jetzt haben wir erstmal einen Baum erstellt, der ja eine relativ interessante Form hat, muss ich sagen. Hier an der Stelle, dass er hier also ein bisschen dünner ist. Ich mache das noch dicker. Ich finde, es geht eigentlich so von der Form des Baumes. Ja, wie gesagt, ihr könnt es natürlich dann auch schöner machen. Das ist jetzt nur ein kleines Tutorial. Als nächstes brauchen wir nochmal einen letzten Brush. Und zwar brauchen wir einen Brush. Das wäre 60%, 17,12, also das Holz, was wir hier schon verwendet haben. Und 30%, 40%, ich kann nicht rechnen. 40% 0. Und ich denke mal, ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Mask 17 müsst ihr noch eingeben. Und zwar können wir jetzt hier damit den Baum richtig schön zerlegen. Allerdings ist irgendwie die Size ein bisschen groß geraten. Ja, Size nur 1 nehmen. Ansonsten kann das zu groß geraten. Damit könnt ihr halt jetzt nochmal ein bisschen praktisch den Baum verkleinern. Und auch mal hier in die Äste gehen. Natürlich jetzt nicht so. Manchmal müsst ihr halt mal Undo machen. Das wird schon gehen. So. Halt einfach nur, damit ihr diese Kugelform, diese Walled Kugelform einfach wegkriegt. Ja, wenn ihr Holz reinsetzt, habt ihr natürlich das Problem, dass ihr dann Holz habt. Deswegen empfehle ich euch immer noch den ersten zu behalten, dass ihr im Notfall immer noch mal was auch dran setzen könnt an Holz. So, jetzt mache ich hier noch mal kurz ein bisschen weg. Das dient einfach nur wirklich dazu, dass der Baum nicht so gleich aussieht und wirklich so, ja, unkontrolliert, sag ich mal. Weil normalerweise man baut seinen Baum, egal wie man sich anstrengt, selbst wenn man es mit der bloßen Hand macht, irgendwie baut man von sich aus, der Mensch liebt Symmetrie, eine Symmetrie rein und findet mal einen Baum in der Natur, der komplett symmetrisch ist. Ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet versagen. Ihr werdet versagen. Ihr werdet keinen Baum finden. Wenn ihr einen findet, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr habt einen Baum gefunden, der wahrscheinlich aus einer Zucht kommt oder von den Menschen so geschnitten wird. So, aber ist jetzt auch egal. Ich lasse das jetzt so, denke ich mal. Ist ja nur zum Tutorial. Müsst ihr halt ein bisschen umprobieren, immer mal Undo machen, diese kleinen abstehenden Teile hier vielleicht mal entfernen, nochmal was dran setzen, nochmal was wegnehmen. Macht's halt, wie es euch gefällt. Aber versucht einfach nicht zu symmetrisch zu werden. Immer schön dran denken. Die Natur ist auch nicht symmetrisch. Deswegen nutze ich halt gerne diesen Brush, wo ich nicht kontrollieren kann. Ja, hier diesen komischen, der das Holz so dann wegmacht, so ein bisschen.
Denn man kann wenig kontrollieren. Warum macht der so viel? Ich habe eingestellt 40%. Ist egal. Ja, halt, dass ihr versucht, den Baum so natürlich wie möglich aussehen zu lassen. Weil je natürlicher der Baum, desto besser findet's der Betrachter. Desto mehr fühlt er sich wirklich auch, kann er sich damit in de kann er sich damit in de ich komme noch rein. Desto besser kann sich halt die Person, der Betrachter, mit dem Baum auch identifizieren, kann sagen, hey, das ist ein Baum. Und sagt nicht am Ende, hey, guck mal, da hat einer eine Zierweide hingestellt, die er fünfmal im Jahr stutzt, weil sie ihm sonst zu unförmig wird. Warum macht er jetzt nicht Shit? Ja, ich lasse den Baum jetzt einfach so. Das muss reichen. Ich hoffe, ich konnte euch einfach nur zu verstehen geben, was ich meine. Mit dem, ja, auch wieder random bauen, nicht zu sehr sich auf was Bestimmtes stützen. Auch mal hier, dass das Laub so ein bisschen diese kleinen Äste dazwischen. Das Ganze müsste das einfach nur bisschen schöner alles aussieht und nicht so dahin gezwungen, sag ich mal. Weil das sieht man so oft auf Servern, wo dann Zeug einfach hingezwungen wird mit World Edit ein bisschen. Auch hier oben könntet ihr theoretisch auch nochmal die Blätter ein wenig schöner dann gestalten. Was decayed. Und macht manchmal auch ganz schöne Effekte. Aber wirklich nicht zu sehr drauf gucken. Okay, nee, ich muss da jetzt noch eine Kugel hinsetzen. Da sehe ich noch Holz. Es ist nicht so, dass das ganze Holz weg soll. Es ist einfach nur so, versucht so schön wie möglich zu bauen. Indem ihr es so einfach wie möglich baut. Das ist jetzt sehr einfach. Man kann es natürlich noch wesentlich besser gestalten. Der Ast hier hängt ein bisschen sehr weit rüber. Ich müsste mal eigentlich nochmal, entweder man macht hier nochmal eine Stütze. Ist egal. Mein Gott, das ist ein Baum. Hier müsste noch was dazwischen. Also auch einfach mal, wenn ihr wissen wollt, wie gut sie so eine Baumkrone aufgebaut ist. Es gibt sicherlich genug Bilder, wenn ihr mal die nette Suchmaschine Google benutzt, von Baumkronen. Und ansonsten schaut euch einfach mal im Real Life um. Ernsthaft. Geht raus, geht in den Wald oder an irgendwohin, wo ein Baum steht. Macht euch meinetwegen ein Foto und rennt sofort wieder nach Hause an den Computer, aber schaut's euch auch mal in echt an, dass ihr wirklich auch ein Gefühl dafür kriegt, wie sieht ein Baum aus. Das ist jetzt, ich habe jetzt mich extra auf die Seite gestellt, wo es am natürlichsten aussieht. Es gibt natürlich, von der anderen Seite sieht es jetzt nicht so toll aus, haha, ganz geschickt gemacht. Ja, aber relativ egal. Jedenfalls, schaut drauf, baut schöne Bäume. Und ja, das war's von mir. Ich bin Dr. Schnauzer und bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.